mit Produkten aus der Region für die Region. Heute zeige ich Ihnen eine meiner Lieblingsvorspeisen. Zuerst ist es etwas fürs Auge und nachher ist es wunderbar, wie die verschiedenen Produkte miteinander harmonieren. Grüezi, bist ja nicht gekocht. Die roten Rettichsprossen sind vom Biohof Schmid in Gauflingen. Der Heinz Schmid produziert jetzt das ganze Jahr verschiedene Sprossen. Es ist alles Bio. Das fährt schon beim Saat gut an. Für meine Vorspeise nehme ich ein Pack von den roten Rettichsprossen. Zucchetti kommen vom Morgenthaler Gemüse aus Hirschstall. Da brauche ich pro Person ein Zucchetti. Der feine Geissenrogu produziert Patrick und Rita oder Matztaler Weil. Der Öpfelessig vom Südhang von Eschenbach passt perfekt dazu. Und dann noch etwas Rapsöl. Zucchetti hobel ich mit dem Gourmet-Hobel von der Migros längs in feine Streifen. Pro Person braucht es 6 Streifen. Dann müssen die Zucchetti gedämpft werden. Am einfachsten ist das im Kombi-Steamer. 10 Minuten bei 100 Grad. Man kann das aber auch in der Pfanne machen. Zucchetti einfach blanchieren. Zucchetti-Streifen müssen trocken sein. Dann tue ich es auf dem Teller arrangieren. Zuerst lege ich 2 übers Kreuz. Rechts und links eine. Und dann lüpfe ich den Mittler und lege die anderen 2 drunter. Jetzt noch die Decken abschneiden, dann sieht es schöner aus. Ein bisschen Öl, Pfeffer und Salz drauf und die Zucchetti sind parat. Die Sprossen tue ich mit dem Öl, dem Essig und ein bisschen Salz und Pfeffer marinieren. Und dann sicher eine halbe Stunde ziehen lassen. Das nimmt den Sprossen ein bisschen die Schärfe. Jetzt gebe ich die Sprossen aufs Zucchetti-Gitter und träufle noch etwas von der Marinade drüber. Den Geissenrogu habe ich in 1 bis 2 cm dicke Rädchen geschnitten und tue sie in der Bratpfanne auf beiden Seiten anbraten. Am Schluss kommt der Geissenrogu auf die Sprossen und dann kann man servieren. Wenn ich das am Morgen schon für den Abend vorbereite, mache ich einfach das Zucchetti-Gitter auf dem Teller fertig. Dann lege ich eine Alufolie zwischen die und kann so die Teller aufeinander anlegen. Probieren Sie es aus. Ich hoffe, Sie haben es genauso gern wie ich. Und geben Sie mir doch Bescheid. Auf meiner Homepage oder via Facebook. Ade miteinander! Jeanette kocht! Mit Produkten aus der Region für die Region.